Herzlich willkommen zu Folge 6 bei Shadow of the Colossus. Ich habe jetzt mal sozusagen den Vorspann, das Intro einmal kurz weggelassen jetzt hier für diese Folge. Denn ich wollte einfach jetzt hier sofort losreiten. Es geht in diese Richtung. Jawohl. So, wir haben hier schon, ja, 16... sind es, jetzt haben wir dann den Wievielten schon vernichtet. Das ist schon einiges, was wir da erlebt haben, also vernichtet da. Weiß ich jetzt echt gar nicht, aber egal. Sechste Folge, so viel Folgen dürfen jetzt wohl nicht mehr kommen. Einmal wieder hier über diese Brücke rüber. Kommt ja dann auch drauf an, wie ich bei den Bossen da, bei den Kolossviechern vorankomme. Ob ich einen vielleicht nur kriege in einer Folge oder vielleicht auch mal zwei. Muss ich mal gucken, wie lange die dann so dauern. Zum Teil dauert ein Boss jetzt so lange, dass ich vielleicht über eine halbe Stunde brauche, 30, 40 Minuten, ja, dann lohnt sich das nicht, den anderen noch zu machen, weil der dauert ja auch dann noch mal so lange. Sollte es irgendwie bei den anderen nächstes Mal einen Weg geben, den ich auch doppelt reiten muss, muss ich mal gucken, ja, da will mein Pferd nicht runter. Ich hatte schon Salamander, ich hatte diesen ja, Riesen da. Ich hatte schon so viele Dinge. Ich muss mal sehen. Ob, oh, da sprudelt was aus der Erde oder überhaupt. Komme ich nicht rüber. Was noch fehlt, wäre so ganz rot, knallrote, flüssige, heiße Lava, so, die ein irgendwie unter den Füßen da vorbei läuft oder so. Aber sowas gibt es hier bis jetzt nicht. Ist auch egal, muss ja nicht. Habe ich mir gerade mal so vorgestellt, wie das aussehen wird oder so. Du kämpfst gegen ein Koloss, egal ob zweibeinig oder vierbeinig, und um dich herum ist irgendwie so heiße Lava oder sowas, und dann musst du halt das Vieh versuchen, da irgendwie die Lava zu locken oder so. Dann fällt es einmal da rein, der verliert irgendwie seine Rüstung oder so, und dann kommt es wieder raus, und ja, das wäre auch vielleicht was. So, was kommt jetzt hier für ein Vieh? Auch viel Panzerung. Es hat vier Beine, wie eine Schildkröte, so ein bisschen. Okay. Und erstmal. Also, oh. Macht er Feuer. Und hier kommt so heiße Dämpfe hoch. Wo ist denn das Vieh? Ich kann seine Schritte hören. Ah ja, da, oh, da, wieder macht er sein Maul auf und macht Feuer aus seinem Maul pusten, oder? Ja, doch, von beiden sieht es aus wie so eine Schildkröte. Wie heißt denn nochmal die eine Schildkröte? Okay. Aus Japan da, dieser Monsterfilm. Kommt er auf? Ei, ei, ei.
Strahl trifft es nicht so richtig. Und wieder Feuer. Ah ja, ja, wir sind was abbekommen, das Pferd. Oder ich. Immer wenn ich schnell drücken will, dann kommt immer auch diese Pausenmenü. Oh, es gibt. Kommt jetzt. Geht schnell dahin. Wir müssen irgendwo hochklettern. Alter, reicht doch los, ey. Bis das erstmal da los galoppiert, ey. Das dauert ewig. So, einmal. Uah, nee, komm ich nicht hoch. Hier vielleicht. Diese eine kleine Ecke mit was weiß ich Fell oder Haare. Oh, ist hoch hier. Oh Gott, nicht so weit springen. Ja. Ich springe auf der anderen Seite ja wieder runter, ey. Ah, Mist. Ah. Okay, Pferd. Agro! 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 Agro, läuft weg. Agro! Aua. Der hat Angst vor das Riesenvieh. Agro! Los, komm her. Oh, Feuer. Natürlich. So, und hepp. Boah. Ich sag ja, das dauert ewig, bis das Pferd erstmal losgaloppiert, ey. Du machst höher. Und dann erstmal langsam und dann. Eieieiei. Okay. Dann nochmal hier irgendwie hinlocken. Wo diese heißen Dämpfe rauskommen. Oh, da ist er wieder. Er ist tanzen, wir bestimmten Tanzen, aber was für ein. Oh, er kommt wieder runter, zu früh. Das muss ja sowas von knallen. So ein Riesenvieh. Keine Ahnung. 20 Meter lang und halt so hoch oder was? Da ist die heiße. Ja, gar sind immer der heiße Dampf halt. Agro hört nicht. Das ist ja ganz hinten, ey. Und komm, dreh dich hier auf die heiße Quelle da. Du billige Füllkrötenkopie oder was du da bist. Achtung, Wert! Boah! Da kommt der Stampfer, ey. Jetzt könnte doch, glaube ich, der Dampf wäre doch, glaube ich, jetzt gut hier, oder? Er kommt hoch, jawohl. Also, das Vieh. Hier, dort ist wieder grün, da ist grün. Jetzt mit einem Pfeil und... Ja, geht auch. Oh Gott, voller Staub sieht man nicht hier. Was war denn da? Haben wir noch getroffen?
Super. Und er kämpft wieder um. Auf den Rücken. Oha. So, ich weiß, dass hier nichts ist, wo man zustechen kann. Ja, mal wieder hier 20 Meter hochklettern oder so. Komm hier ab. Oh, ab. Oh Gott. Fett halten! Halt dich fest, Junge! Oh Gott. Oh, diese Wackelei jedes Mal. Und ich habe nicht mehr so viel Ausdauer. Nee, das wird nicht. Aber er hält sich immer nur mit einer Hand fest, ey. Kann auch beide Hände nehmen. Es sei denn, er kann das nicht, weil er da sein Schwert hat, aber trotzdem. Aua. Gut, ich weiß, wie ich da hochkomme, aber habe noch nicht gefunden zum Zustechen. So weit bin ich noch nicht gekommen. Muss ich ihn doch mal locken. Und bei sowas weiß ich dann immer nicht, soll ich das schneiden oder soll ich das nicht schneiden? Weil man das ja schon kennt, dann, dass ich ihn da hinlocken soll und so weiter. Ich weiß es nicht. Da kriegst du so einen heißen Feuerball ab, da ist unglaublich. Oh, wieder voll. Ach, Akro, du könntest auch mal sofort reiten, wenn ich hier. Du bist so geknickt. So schwer bin ich doch gar nicht. Eieieiei. Da legst dich nieder, ey. So, komm hier rüber, wenigstens. Naja, das wird auch dort auch toll. Ach Mann. Es klappt nicht. Ach. Naja, ob der was gebracht hat, ich weiß ja nicht. Erstmal hier. Uah, festhalten. So, uah. Nochmal, komm, hoch da. Geh doch hoch, Alter. So, ich bin schon mal ein bisschen weitergekommen. Jetzt muss ich nur noch seine Stelle finden. Uah, nicht doch. Uah. Nein. Uah.
Oh, das wackelt. Alter. Halt doch mal kurz still, damit ich hier hochkomme. Boah, Gott, ey. Der Typ. So. Bin ich hier auf seinen Rücken. Und es wackelt. Alter, wie auf Vorsehen hier. Und da wieder am Kopf. Wie bei dir mal. Oh Gott. Alter. So, kann man zum Denken. Boah, und dann nehmen sie den Kopf so hoch, ey. Die wollen mich doch unbedingt runterschütteln. Rams. Ah, das hat wehgetan, was? Schön in deinen Schädel rein. Und nochmal. Eieiei. Oh. Nein, er will mich loswerden. Wie so ein Pferd, dass die Fliegen loswerden. Du kriegst mich nicht hier weg, Mann. Ich muss euch hier zustechen. Eieieiei. Oh, der Sack. Komm, der Stück ab. So. Eieiei. Ja. Und er spritzt da raus, was das auch immer sein soll. Seine Seele, sein dunkler Geist oder was? Die Besessenheit des Landes. Ja, einmal noch. Komm, ich muss noch einmal stechen hier. Und bam. Ah. Gut, er hatte nur eine Stelle am Kopf. Andere haben immer mal zwei oder drei Stellen. Da musst du halt woanders wieder hinlaufen und eine andere Stelle suchen. Bombs. Das war dieser Koloss. So, hier noch mal ein bisschen aufgetankt und gespeichert. Vor allem an den Dingen kann man auch immer gut speichern. So, jetzt schau ich mal.
wo unser nächster Gegner ist. Die Richtung schon mal nicht, da auch nicht. Da auch nicht. Ui. Das ist ja auch wieder so in die Richtung. Da war doch auch eben, glaube ich, der andere gewesen. Und ich muss erstmal da hinten rüber. Hobbly hop, hobbly hop, im Galopp. So, hier rum. Da ist ein Vogel. Grüne Wiesen. Okay, noch weiter in die Richtung. Irgendwo. Das ist echt ein weiter Weg. Ich würde mal sagen, für die nächsten Bosse werde ich halt diese weiten Wege, die ich reiten muss, halt einfach mal schneiden, damit es nicht zu lange dauert. Dann immer hier über die Brücke reiten und dann wieder links abbiegen oder rechts abbiegen, das kennt man ja schon und dann, ja. Diesen langen Weg habe ich ja noch mal gelassen, aber nächstes Mal dann bin ich zwar da am Schrein, da wo das immer anfängt, und dann halt, ja, schneide ich diesen langen Weg dann, damit man, keine Ahnung, den 10 Minuten Weg oder wo man normalerweise dann reitet, dann einfach sparen kann. Da kommt ja nichts, da muss auf dem Weg halt nicht irgendwie gegen irgendwas kämpfen oder so. Da kann man gleich einfach dann sozusagen kurz vor dem Boss anfangen. Bisschen kurz ja, zeigen, dass ich losreite oder was, und dann ist gut. Und dann hier eben einfach nichts mehr. So. Moment. Ich lass noch mal gucken, ja, wo ist das denn? Sehen wir die Richtung. La 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 la. Vielleicht da durch. Moment. Hm.
können da auch erstmal da durch. Ja. Ups. Was machst du, Agro? Fledermäuse. Sand. Na, das ist eine Art Höhle, aber die ist oben offen. Ist das dann noch eine Höhle? Oder wenn ich mal das da. Da kommt wieder Sand. Naja, Wurm ist da nicht mehr. Und dann unten raus. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Wasserwesen da. Dieser, ich sag mal, Wasserdrache dazu. Los, Agro. Dann lass den mal da auf den Sand rauslocken. Bin ich ja mal gespannt. Hier sind so kleine Felsen. Ne, da komme ich nicht hoch. Da kommt es. Eieiei. Ah, da ist ihn abgezogen, ey. Tick, 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 tick. Akko, wo bist du? Das Wesen kommt. Der Sandwurm kommt. Aua. Okay, das war der erste, der mich gekriegt hat. Komisches Gesicht. Ja gut. Aber zum Glück fängt der hier wieder an. So, das kann ich schon wieder rauskommt. Ja. Hallo! Warte mal. Oh, natürlich läuft er. Oh, Alter. Dieses Pferd, ey. So, und jetzt Achtung. Hü. Und jetzt langsam wird er immer schneller. Okay, da kommt es. Ah, jetzt macht das da die Augen auf. Es schaut mich an. Und verfolgt mich. Boah! Da reißt er seinen Sandmaul auf, ey. Dann die große Klappe. Da ist er wieder. Oh, da kommt es, der Sandwurm. Bah, oh, da kommt rein. Ja, ja, eure Beine, also meine nicht, aber die vom Pferd, die gehen doch. Oh, vorsichtig dagegen. Okay, ich muss ihn jetzt irgendwie treffen.
mal gucken. Komm, jetzt bringt er wieder hoch. Okay. Krieg ihn auch nicht angeholt. Hm. Okay. Moment, aua. Gut, das wollte ich mal sehen, was er da sagt, die Stimme. Oh, seine Augen. Ich habe schon gesagt, der hat große Augen und öffnet die Augen und so weiter. Dann versuche ich das mal. Ja, da muss erstmal hinter mir sein. Wenn er nicht hinter mir ist, kann er nicht auf seine Augen sehen. Das geht nicht. So, da kommt jetzt hier gut ins Auge. Achtung. Bam, im Auge. Eieiei, das muss wehtun. Er dreht ab, wohin dreht er denn? Oh, gegen die Mauer da. So, wo ist er denn? Schnell. Solange der benommen ist. Ah, hier vorne gleich. Auf seinen Rücken oder Bauch. Alter, Rücken. Und. Oh, Mann. Und. Bam. Zweimal. Und. Jetzt, Zacki. Dreimal. Okay, dreimal und dann verschwindet es. Sandwurmvieh. So, da kommt er wieder. Es kommt und jetzt. Komm, hol die Pfeile raus. Wie
Knall den Sandwurm jetzt ins Auge. Wir reiten um die Wette. Durch den Sand hier unten. Ich muss ihn vernichten, ja, das ist die Aufgabe. Und dann rennt er gegen die Wand. Ich hole meinen Pfeil raus. Und reiche dir den Land. Und jetzt knallt er wieder irgendwo gegen. Bäm. Nicht nur, dass er halt ein feines Auge bekommt, der rennt auch noch voll mit dem Kopf gegen die Felsen. Muss man doppelt so wehtun, ey. Ja, schnell nach oben. Schnell nach oben. Wackel nicht so. Ich muss hier hoch. Da ist eine Stelle, die dann. Warum? Ja, jetzt noch einmal, komm. Einmal noch. Und. Bäff. Yeah. Das war's mit dir, du aller Sandwurm, du. Der war wieder etwas leichter und schneller zu kriegen als der andere. So. Und dann geht's nächstes Mal weiter mit einem anderen Koloss, genau. Ich verabschiede mich schon mal, sage danke, dass du dabei warst. Und dann sage ich jetzt schon mal. Bye-bye.